Es wird eine Zeit kommen, in der Katastrophen kommen. Es wird eine Zeit kommen, in der der Sturm tobt. Die Flut wird kommen und sie werden auf dieses Haus einschlagen. Sie werden es zertrümmern und alles tun, um dieses Haus zu zerstören. Sie werden eine Bombe hineinwerfen und versuchen, sie zu sprengen. Sie werden überall angreifen und alles tun, um das Haus komplett zu zerstören. Aber weißt du was? Die Bibel sagt es viel nicht. Es ist nicht zu Boden gefallen. Hey, sei nicht überrascht, wenn du anfängst, für Gott zu bauen und dann die Fluten kommen. Sei nicht überrascht, wenn du etwas für Gott auf das richtige Fundament baust. Sei nicht überrascht, wenn der Wind weht und die Fluten kommen und die Feinde Gottes auf dieses Haus einschlagen, drohen und alles tun, um dich aufzuhalten. Sei darüber nicht überrascht. Wenn du etwas für Gott baust, wirst du die Aufmerksamkeit der Feinde Gottes auf dich ziehen. Wenn du etwas für Gott baust, wirst du Satans Aufmerksamkeit erregen. Die Realität ist, denn der Gerechte fällt 7-mal und steht wieder auf. Zeigst du dich schlaf am Tag der Bedrängnis, so ist deine Kraft beschränkt. Einer der Segen der Verfolgung ist, dass sie sich noch tiefer in unsere Herzen eindringen. Wenn du jetzt die Bibel liest, wirst du die Dinge, die du normalerweise umgehen und überlesen würdest, jetzt inhalten und sagen, nun, ich weiß genau, wie sich das anfühlt. Ich weiß genau, was das bedeutet. Und das stimmt zu 100%. Du wirst ein bisschen mehr innehalten. Du wirst ein bisschen mehr reflektieren. Es geht immer tiefer in dein Herz. Es ist gut für mich, dass es gedemütigt wurde, damit ich deine Anweisungen lerne. Ich sage dir sicherlich, dass wenn du das Wort Gottes jetzt mehr und mehr liest, wird es auf dich anwendbarer denn je sein. Was sind die Segnungen der Verfolgung? Es ermutigt, andere Stellung zu beziehen. Wir inspirieren andere. Es wird eine Inspiration für andere. Die Leute hören, was los ist und denken sich, Mann, das ist großartig, das Rampenlicht liegt bei dir. Die Leute, die deine Reaktion sehen, wie du für die Wahrheit einstehst, sehen es und sagen, ich möchte genau dasselbe tun. Ich möchte Pastor werden. Ich möchte Prediger werden. Ich möchte für die Wahrheit stehen. Ich möchte ein Seelengewinner sein. Ich möchte mit Gottes Volk verbunden sein. Er zog es vor, mit dem Volk Gottes Bedrängnis zu erleiden, anstatt der vergänglichen Genuss der Sünde zu haben. Das passiert immer. Immer! Die Bibel sagt in 1. Petrus 5, seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Dem widersteht fest im Glauben, dem Wissen, dass sich die gleichen Leiden erfüllen an eurer Bruderschaft, die in der Welt ist. Er sagt, schau, das Gleiche, was du durchmachst, jemand anderes macht irgendwo auf der Welt genau das Gleiche durch. Auf jeden Fall. Warum verliere ich nicht den Verstand? Es ist, weil der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt. Das liegt daran, dass Gott deine Schmerztoleranz erhört, wenn Leiden auftauchen. Er erhört den gesunden Verstand. Er erhört den Frieden. Es ist, als würde er dir nie mehr geben, als du verkraften kannst. Und wenn er dir mehr gibt, als du verkraften kannst, wird er einfach deinen Tank auffüllen. Erfüll deinen emotionalen Tank auf und dann wirst du sagen, nun mir geht es eigentlich ganz gut. Die Menschen, die Gott gedient haben, die Menschen, die im Leiden Christi teilhaben, wir werden sein Kommen mit großer Freude begrüßen. Denkst du deswegen nicht umso mehr an die Ewigkeit? Ich habe in diesen Tagen viel über den Himmel nachgedacht. Mehrmals in der Woche denke ich mir, Mann, die Ewigkeit ist so weit weg. Ich weiß, dass es wahr ist. Ich weiß, dass Gott sagt, dass es wahr ist. Aber es scheint mir einfach so weit weg zu sein. Manchmal scheint es so, aber hier ist die Sache. Sobald wir in der Ewigkeit sind, wenn wir schon da sind, wird die sehr weit weg erscheinen. Die wird weiter entfernt erscheinen als das, was Ewigkeit jetzt scheint. Wir werden 1000 Jahre in der 1000-jährigen Herrschaft darüber lachen. Der Segen der Verfolgung ist, dass sie uns an unseren unvermeidlichen Lohn erinnert. Denk darüber nach, die Belohnung ist jetzt unvermeidlich. Amen. Wir werden die Belohnung jetzt bekommen. Es ist erledigt, wir haben es. Verfolgung festigt und zementiert die Realität, dass wir belohnt werden. Deshalb sagt Jesus, freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß im Himmel. Wenn wir verfolgt werden, erfahren wir tiefe Gemeinschaft mit Jesus. Offensichtlich sind wir in Gemeinschaft mit Gott, wenn wir die Bibel lesen. Wir sind in Gemeinschaft mit Gott, wenn wir ihn im Mittelpunkt unseres Lebens halten, wenn wir beten. Aber nur wenn du echte Verfolgung erlebst, erfährst du eine tiefe Gemeinschaft mit Gott. Lass mich dir aus Philipper 3, Vers 10 vorlesen. Um ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, indem ich seinem Tod gleichförmig werde, damit ich zur Auferstehung aus den Toten gelange.
Paulus sagte, ich möchte die Gemeinschaft seiner Leiden erkennen. Verbindet sich dein Herz nicht mit Menschen, die das Gleiche durchgemacht haben wie du? Gibt es nicht eine besondere Beziehung, die du zu Menschen hast, wenn sie genau den gleichen Kummer und Schmerz erfahren haben, den du gefühlt hast? Jesus sagt dasselbe. Wenn jemand um der Gerechtigkeit willen geschmäht, gehasst, gequält und verfolgt wird, wird dieser Mensch einen besonderen Platz im Herzen Jesu einnehmen. Es wird die Gemeinschaft seines Leidens genannt. Es gibt nur ein Leben zu leben. Du könntest in einem Blaze of Glory ausgehen. Benutze es, um seines Namens willen zu leiden, um Schmach zu erleiden. Erkenne die Segnungen, die mit der Verfolgung einhergehen.